Willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Musis Geschichte Nummer 1 abgeschlossen und jetzt werden wir mal in der Story ein bisschen weitermachen. Und ja, bevor ich aber damit weitermache, folgendes: Ich habe wieder ein bisschen Geld gesammelt und zwar 199.998. Ja, ich habe hin und wieder so ein paar Sachen verkaufen, bin genau auf diese Zahl gekommen, sehr schön. Und ja, und restliche Kleingeld werden wir uns jetzt hier mit Dingens verdienen. Und zwar habe ich ganz viele Katzen immer nach Dingens geschickt, nach Canberra, und habe dann ganz viele Gaius-Klöße bekommen, die wir ja für Missionen brauchen. Und ja, Richard will sie haben, also geben wir ihn natürlich. Von ihnen kriegen wir natürlich versiegelte Grace, sehr schön. Alter Mann noch. Teils unbekannt. Macho Zimmermann. Das habe ich, glaube ich, auch im Orderpalast per Katzen gefunden. Kann man auch abgeben. Bams. Und ja, das weiß ich nicht. So. Alles klar. Dann wieder Geldbächen. Doch. So, jetzt machen wir wieder was hier. Bekommen im Briefkasten, wisst schon. So, Katzenkrieger, ich habe auf Screen schon wieder ein Chirpikopf. Ich habe vor meiner letzten Aufnahme, nach meiner letzten Aufnahme hier eine Katze noch geschickt und die ist jetzt zurückgekommen. Sehr schön. So, hier ist ein Orderplatz, da ist ein Kätzchen. Da tun wir uns. Das schnappen wir uns und wir setzen das ein. So. Irgendwie ist mein Mikrofon voll niedrig, habe ich so das Gefühl. Ich muss mich ja voll hinbeugen. Was noch? Weiß ich nicht. Ach ja, Dingens. Triglyph. Wieder irgendein Zeug hier finden. Danke. Gummifisch schließt mal 2. Elvin ohne Jacke. Das ist Elvins liebste Outfit. Wild und sexy. Frisur ohne Jacke. Elvin. Okay, Elvins Mütze. Eine sehr männliche Jagdmütze, die möglicherweise jemanden nachahmen soll. Freundschaftstrank, sehr gut. Pro Freundschaft. Ja, ich war wieder sehr fleißig. Hab jeden kurz vor eine Freundschaftssteigerung hier aufgelevelt. Den Freundschaftstrank, den geben wir, glaube ich, Gaius, weil er hat am wenigsten von allen. Hier schluckt das. Und ja, jetzt hat er 4. Sehr gut, war. Most Rizomaxians are good with them as well? What exactly do you mean by that? Diese Aussprache, die er dabei hat. So, lass mal sehen, wie er aussieht. Warte mal, wo ist der Dingens hier? Frisur ohne Jacke. Ohne Jacke. Okay. Sehr schön. Warum nicht? Ja, nee, lass mal. In der Story möchte ich das nicht so, weiß ich nicht. Ruiniert irgendwie den Moment manchmal. So, wo ist hier der Chippy-Kopf? Ach so, ja, wieder eine Typ. Boah, der Irre. So, dann gehen wir mal nach der Spirus AG. Wir machen die Story weiter. Weil das nächste Kapitel heißt Mila Maxwell und das weckt mein Interesse. Hab ich. Ich glaube, ich habe alles. Hab alles bedacht, an alles gedacht und so, ja. Letztes Mal haben die schon gesagt, die warten da. Ich so, egal. Hauptgeschichte fortsetzen. Well done. We've been expecting you. We're on a roll, lady. We should get out there and grab the last waymarker. It's not that easy. Something's preventing entry into fractured dimensions. We think it's the spirit Maxwell. The CEO will bring you up to speed on all the details in his office. Luger, hey. Hi. This is no time for small talk, you guys. All you need to know is Maxwell stopping us from getting the last waymarker. Wait, Maxwell? Things are getting interesting. It would seem I need to have a chat with these spurious overseers of yours. We're coming with you. Alles klar. Fine, just hurry up. Warum so eilig, El?
Kapitel 11, Mina Maxwell. Die haben wir. Is it wise to bring along an entourage like this with the foreign king and a great spirit? It's probably not wise, but I doubt we'd be able to stop them. Okay. Why, Luger, you're late. Wie? I believe you have something to tell us, Mr. Bacor. Yes, something about Maxwell. My goodness, no one said you brought a VIP. Please pardon me, intrusion. Stimmt. I am the king of Risa Maxima. Call me Gaius. It's a pleasure, Highness. Beasley Bacor, CEO of the Spirius Corporation. Was ein Treffen. What, with the peace accord ratification ceremony fast approaching? Fear not. He is under my protection. Who's she? Trust him. Oh, I'm just a humble spirit. Don't mind me. You're a spirit. I see. What happened? We've detected the fractured dimension that contains the final waymarker of Kanan. Unfortunately, there's an obstacle somewhere within the dimensional abyss that's blocking all attempts at entry. I wonder if there's a way to circumvent it. We tried to force our way through, but were ever so rudely evicted. By the power of the four great spirits. The power of the four? Mila. Indeed. Mila Maxwell herself stands between okay. us and the final waymarker. It was Kronos who put her there. But escaping from the abyss should be child's play if she has the four with her. Perhaps it's not a matter of wanting to return, but of being unable. Yeah. Regardless, the final waymarker is beyond our reach until something is done about Mila Maxwell. I would like to request the help of Risa Maxia with this situation. Very well. We'll look for a solution on our end, too. The solution is clear, isn't it? Hey, where are you going? Ja, wir haben jetzt mehr oder weniger gesagt, geht da rein, damit Mila sterben kann. Also diese Mila hier. Yes, Rowan, what is it? So habe ich das Gefühl. Are still somewhere in the city. Let's go find them. Okay. Ich nehme mal eine Abkürzung. Sag aber. Ja, ne? Hey, lass mir meine Katze zurückkommt. Wie komme ich denn hier raus? Hier ist ein Aufzug, oder? Also eigentlich haben alle jetzt dafür zugestimmt, dass wir die echte Mila finden und die irgendwie diese Mila hier ersetzt. So hat Mila es jetzt wahrscheinlich verstanden. Also unsere Mila, also das ist ja unsere Mila, die jetzt uns begleitet. Das ist ja unsere Mila. Unsere Mila ist auch irgendwie die aus Xillia 1. Ah, das ist so kompliziert. Wo seid ihr? Da. Also ein bisschen blöd, dieses Alternativflitzen. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ja. Ja doch. Jetzt hier zum Hafen, ne? Jo, mein Gott, ich schaffe sogar ohne die Karte zu benutzen, ein bisschen hier in Ma auf so ein Salto zu machen. Na, Mila, was ist? Also was ist? Ich weiß irgendwie, bestimmt was ist. You get it, don't you? Was weiß ich? Du meinst, wie wir Maxwell zurückbringen? Keine Ahnung. That's right. The one who's keeping your Mila from returning is me.
even know? Because two identical things can't coexist in the Prime Dimension. This world's not big enough for two Milas. Yours can't return until I'm gone. Mila, wait! The way to bring her back into her rightful dimension is obvious. You have to kill me. What? Ixnay in front of the kid, yeah? No point hiding it. It's the truth. Yeah, well, it's gonna have to wait. Gaius just called. He got word that Exodus is plotting a whopper of an attack. Don't tell me they're targeting the peace accord ceremony. He wants our help nipping this thing in the bud, so to speak. What do you say? Irgendwie haben wir gerade größere Probleme. Let's go. Ja, wir helfen dabei, ich komme mit. Ja. What do you mean we? Am I going too? Come on. Very well. It would hurt less if they just didn't care. Time to hurry then. Gaius is already on his way to where they're holding the ceremony in Marksburg. I knew it all along. Oh man, what machst du da? It's me. Put me in touch with those Exodus lowlifes, would you? Leck mich, die wollen Mila ja irgendwie umbringen. Exodus just doesn't give up, do they? Oh man. It's up to us to stop them. Come on, guys. Let's hurry. Freundschaft zu Mila wächst. You just don't give up, do you? You really ought to leave me alone, you know. I'm just kidding. I don't mean that. Will you accept this from me? I want you to have it. Why? Well, I have my reasons is all. I said I have my reasons. Go ahead and gape at me all you want. That's all the explanation you're gonna get. Sonne Tsundere. Milas Geheimnis. Angriffstänzer. You think that's true? No two of the same thing can simultaneously exist in the Prime Dimension? There's no definitive proof either way. True. Luger, what happened at the Epsilla Ruins? Ach ja, die waren ja gar nicht dabei. Rollo met another Rollo, and the Rollo with the weird voice disappeared. It was like our Rollo just replaced him. Well, there you have it. The other Mila entered the Prime Dimension, while our Mila was trapped in the Dimensional Abyss. So she could be the cork in the bottle that's stopping our Mila from getting back in. Pfropfen? It all adds up. So if we return the other Mila to her fractured dimension... But we already destroyed her dimension. And besides, once we enter a fractured dimension, we can't get back without destroying it. Why does it have to be like this? Okay. Da. Dann haben wir hier bekommen. Ein Buch mit dem Ludgard Zorn zum Kriegsarzt wirbelnder Angriff erhält. Okay. Jetzt nur wisst ihr hier, wirbelnder Angriff. TP kostet 25. Also nicht hier. Okay. Meine Katze ist zurückgekehrt. Sehr schön. Mein Gott, wie viel habe ich zurückbekommen? Iris, sehr schön. Dann direkt wieder hier hin. Sehr gut. Dann, Marksburg. Müssen wir hin. So. Und wer dieser eine Typ plant irgendwie einen Anschlag auf Mila, ich weiß es doch irgendwie. Da war da sowas von offensichtlich. Na gut. Nach der letzten Aufnahme bin ich übrigens auch levelmäßig überhaupt nicht stärker geworden, glaube ich. Oder eins, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Aber lange hatten wir ja. Also der letzte Boss, der war ja Pipifax. What sort of horrible scheme have they hatched this time? No. You're here. Ah, Rollo, bleib hier. What's happening? Based on our documents, we're rounding up Exodus agents who slipped into the city. Quietly, of course. Yeah, it'd be bad news if the public found out.
If people found out, you could just erase them from history. That's your specialty, right? Hey. Take it easy. There a problem? Nein, sie ist immer so drauf. Wir hatten etwas Zoff. Okay, der Linke wäre ein bisschen beleidigender gewesen. I'm sure it's nothing to you. You destroy whole worlds. Taking me out is trivial. Taking out Maxwell. Everybody stop fighting! The ceremony is about to get started. We've captured most of the Exodus members in the city. Now we just need to guard against attacks from without. Damn it all! They totally used me! Oh, sorry about that, Kitty. Marcus? Huh? Alvin! Hold up. Yep. He a friend of yours? Uh-huh. From back when I ran with Exodus. We'll tail him, guys. Wie verwirrt er geguckt hat, was zum. One final thing. If the Mila we know had to die to fulfill her duty, you should know she wouldn't hesitate for a moment. So what? I don't even know what my duty is anymore. Hey, hurry up, Slowpoke! Na gut. Why can't they ever make this easy? Muss ich hin? Da. There he is. Hey, don't get ahead of us. Den schnapp ich mir. Na? Hast du den Salto gesehen? Hat dich das beeindruckt? Marcus, buddy. But I told you to ditch Exodus and fly right. I'm sorry. So you still roll with those guys? Maybe. As what, wimpy cowboy? In what world is this guy a terrorist? Yeah, he's harmless. Just hangs out with the wrong crowd, that's all. Whenever the plan calls for a disposable stooge, he's their guy. Ugh, you're right. I got played as usual. What do you mean? Well, I heard a transmission from the main group. Man sieht seine Augen nicht. The Exodus guys in town are for show. Er verarscht uns. The real action's out there. Where? On that ship, the ESS Paloon. That's where Chancellor Marcia is. You're ambushing the Chancellor of Olympias? Oh boy. You better tell Gaius about this. It's too late. Exodus agents are on board posing as crew members. They should have struck by now. You dumbasses! Chancellor Marcia is a moderate. She opposed the Otherworld Reactor plan. Meanwhile, lots of other politicians are yelling for Olympias to put the screws to Risa Maxia. If you guys take out the Chancellor, the peace process dies with her. I didn't make the damn plan. Look, there's no saving her. Exodus has definitely got the upper hand here. Not for long. They're not wasting the time Mila gave us. Hoffentlich weiß er, wie er die Nachricht nachgucken kann. Ich komme mit euch. Mila bedeutet dir wirklich viel, nicht wahr? Ja. You didn't even think about it. I knew the answer. No need to think about it. Just like I know I'm stopping their ambush. There's too much at stake. What's to say they haven't already taken her out? Nothing. And that's why I'm gonna need everybody's help on this. Klar. I'm in. Luger, Al, thank you. Ja, uns gibt's sowieso nur einen Zweierpack, deswegen. Face it. Okay, count me in. But you know, this won't fix all the problems between Risa Maxia and Olympias. Not by a long shot. Okay. I mean, if we stuck our heads in the sand on this, nobody would be the wiser. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, sehr gut. No, I guess I'm not. Can't blame a guy for trying though, right? Oh, bad Alvin, go to your room. Hey, if you're gonna whine like a spoiled little brat, I'm gonna lecture you like what? That makes a weird kind of sense. All right, Alvin, put on your big boy pants.
Marcus, get us a barge, man. Hop to it. What? Why me? And thanks for agreeing to be our decoy while we board the Paloon. Decoy? But I didn't agree to nothing. Well, if you're gonna be like that, might as well hand you to the cops. Wait. Okay, okay. I'll do it. Attaboy. Way to be a team player. You treat me worse than Exodus does. And those guys are a bunch of terrorists. Ach, daran gewöhnt man sich. You need better friends. Okay. Mila, listen. Don't worry. I'll be fine. I'm Maxwell. Remember? Okay. Weiß nicht. Speichern. Soweit. Egal. Ich kann nicht abdrehen. Verdammt. Also ich muss mir schon wieder den Salto angucken. Verdammter Dreck. Na gut. Bams. 21 Minuten, da geht noch was. So, dann haben wir jetzt Jude, Alvin und Mila dabei, ne? Ja. Und kein Heiler. Ja doch, Jude ein bisschen. Ist immer ein Professor Doktor, hallo? Er weiß, wie man heilt. So, zack. Dann gehen wir mal. Endlich habe ich ein Schiff für uns gefunden. Bist du bereit, an Bord der Paloon zu gehen? Jo. Ah, so. Na? Exodus goons, it's happening. I'm Marcus with Infiltration. I need to talk to the main squad. Freeze! You're in violation of mission protocols! Wait! Come on, you guys. Just hear me out. Save it for the holding cell. This is bad. I thought for sure they'd take the bait. Und nun? Zeit für Plan B? Zeit für Plan B. Ja, das habe ich mir gedacht. This one over here is mine. Like hell. Now die. Sehr schön. You gotta keep your head about you, or you'll lose it. So what if I do? Isn't that what you want? No, of course it isn't. What about you, Mila? Is that what you want? Where's the Chancellor? Ob die Reaktion von Jude irgendwie voll vorausgesehen ist. She's being held in the central hall with her aides. I owe you one, Marcus. You don't seem like a total loser. You should quit doing bad stuff, okay? maybe you're right. Na, ist in ihrem Kopf, wo im Moment durchgeht. Ist das hier, was wir ja gerade machen, ein bisschen, ja, nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Ja. So, ist eigentlich perfekt, dann kann ich ja hier einen Schnitt machen. Lass mal kurz gucken. Ja, jeder hat jetzt einen dazu bekommen. Na gut, da würde ich sagen, ist mein Ding jetzt zurückgekommen. Willst du wieder auf den Arm nehmen? Wie lange dauert das noch? Verdammt. Ja, mal hier gucken. Weil wir ja alles ausgerüstet haben. Bams, bams, bams. Ich will dann wenigstens die Katze hier zurückhaben. Damit der Part beendet. Weil es jetzt gerade so schön praktisch. Als der Speicherpunkt hier ist. So. Irgendwie hier noch was. Hat was verteilen können. Schnellfall, das ist kacke. Ich glaube, ist schon klassische Verschiebung.
Das Wirken eines Geisters mit Geisterverschwörung wird der TP-Verbrauch um 50% geringert. Du musst allerdings ausreichend TP für die ursprünglichen Kosten haben. Ist auch nicht schlecht. So, Katze. Na komm, jetzt aber gleich. Bams, 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 bams. Was hast du zu sagen, Markus? Der Kanzlerin und die anderen werden angeblich in der Haupthalle festgehalten. Ich werde nicht lügen, ich habe nicht den Mut mitzukommen, aber komm bitte wohl bald zurück, okay? Jo. Und meine Katze zurück. Ein Haarknoten, sehr schön. Dann werde ich wahrscheinlich hier. Boah, das sieht gut aus. Da fehlt mir noch eine. Und habe ich schon überall. Ne, hier. Weiß ich nicht, vielleicht lasse ich irgendwie 15 Minuten jetzt die Aufnahme laufen. Nach der Aufnahme ja laufen und speicher. Weil tut ja auch, wenn man speichert, einfach weitergehen. Also er sucht, die Katzen suchen auch weiter, wenn man keine Ahnung, Konsole aus hat. Das finde ich gut, deswegen mache ich wahrscheinlich jetzt 15 Minuten Pause und wir sehen uns dann. Für euch macht sowieso keinen Unterschied. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenoblade 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.